Ja, nochmal herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich dir einige Eindrücke vermitteln möchte aus einer Stufe 1, wie sie vor gar nicht langer Zeit hier stattgefunden hat. Mein Name ist Klaus Metzner, ich bin der Leiter des Easy München schon seit vielen Jahren und ganz am Ende dieses Videos kannst du mich kurz auch mal sehen. Vielleicht hast du ja schon mal drüber nachgedacht, Shiatsu zu lernen und möchtest herausfinden, was sich da auf persönlichem oder auf beruflichem Gebiet ergeben kann, zum Beispiel im Wellnessbereich oder in einer eigenen Praxis. Ja, komm doch mal in einen unserer nächsten Intro-Workshops. Da kannst du alles erfahren, wie wir Shiatsu verstehen, wie wir Shiatsu unterrichten, wie Shiatsu sich anfühlt, denn wir reden ja da nicht nur, sondern wir probieren auch Shiatsu gleich praktisch aus. Und natürlich erkläre ich, wie unsere Ausbildung aufgebaut ist. Dem Universum ist es ja egal, wann du den Abschluss machst. Immerhin sind es ja 7 Kursstufen. Aber schon nach dem Stufe 1 Kurs wirst du mit einfachen Techniken auf Grundlagen dieses Anfängerkurses eine ganze Behandlung von Kopf bis Fuß geben können. Am Ende des Kurses, und das kann man hier gerade sehen, erkläre ich nochmal detailliert das eine oder andere und wiederhole bestimmte Abläufe oder zum Beispiel auch nochmal den Verlauf der traditionellen Meridiane, wie sie hier im Hintergrund zu sehen sind. Und ich verlose eine kleine Behandlungsdemonstration und zeige dann nochmal in diesem Rahmen alles das, was in diesen Tagen oder Abenden gelernt und unterrichtet wurde. Ja, und es ist doch klar, dass bei diesem entspannten und freudigen, aber auch konzentrierten Lernen und Beisammensein am Ende Kohldampf entsteht. Und so haben unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Ende ihre Lieblingsrezepte ausgepackt und die tollsten Speisen und Gerichte für dieses fantastische Abschlusspicknick mitgebracht. Ja, wenn du jetzt mehr wissen möchtest, bitte erkundige dich auf unserer Homepage. Oder komm doch in unseren nächsten Intro-Workshop. Da können wir alles besprechen. Ich würde mich freuen, dich da kennenzulernen. Und vielleicht bis dahin. Mach's gut!